Hi, Mahlzeit. Ja. So langsam wird es wieder normaler hier. Sekunde, ich mache mal einen Kaffee suchen. Ich denke, ab morgen kann ich ganz normal weitermachen. Wenn es nicht nochmal einen Rückfall gibt heute. Bis jetzt sieht es aber gut aus. Das Erste, oder was ich heute sogar noch mache, sind die Griffschalen für Tim und für zwei andere Kunden. Die warten schon lange. Und wenn ich mich richtig gesammelt habe, das sind jetzt alle Teile da für Alex Vormax-Vergaser. Das hier zum Beispiel Nabco-Teile aus Japan. Da ist vieles drin, was wir brauchen. Viermal Aircut-Ventil. Insgesamt eine Menge Gummistöpsel, die den Düsenstock von unten verschließen, die alle im Arsch waren. Diverse Düsen, die wir brauchen, die sind von Top Ham gekommen. Und dann nochmal viermal Teilesätze, die eben nicht in den Napco-Teilen enthalten sind. Also bei Max braucht man mal eine ganze Menge. Keister-Kits gibt es also deswegen keine vollumfänglichen. Da ist es notwendig, noch die Napco und die von Top Ham so ein paar Düsen separat zu bestellen, damit dann alles da ist, was man braucht. Ja, viel will ich heute gar nicht hier labern. Nur noch mal eins, und zwar. Ich werde demnächst bei jedem Vergaser, den ich versende, nochmal ein Beischreiben dabei legen. Ich vergesse manchmal, dass es für die Kunden immer nicht selbstverständlich ist, wenn sie die Vergaser eingebaut haben. Manche glauben, sie müssten dann noch in irgendeine Werkstatt die Dinger synchronisieren lassen, CO einstellen, irgendwas in der Art. Das bloß nicht. Ich stelle alles ein, ihr braucht nichts machen und bitte keinen dran lassen, das wird nur schlechter werden. Es ist alles okay, ihr müsst nur noch, wenn es so warm gelaufen ist, das Standgas ein bisschen korrigieren und sonst gar nichts. Ja, manchmal, ich gehe mal selbstverständlich davon aus, aber manche Kunden wissen das halt nicht und glauben, sie müssten das noch irgendwo einstellen lassen. Ne? Also bitte nicht, das wird nichts. So wie sie ist, laufen sie geil. Das Standgas, wie gesagt, noch ein bisschen einstellen, wenn sie warm ist. Das wird wahrscheinlich etwas zu hoch sein. Das einfach nur runterdrehen, das sollte jeder hinkriegen. Wenn was unklar ist, fragt er mich nochmal, aber lasst da keinen dran. Keine Werkstatt und keinen. Das wäre es eigentlich, was ich heute nur sagen wollte, weil das nicht immer so klar ist, denke ich. Ich kriege manchmal Nachfragen, ja, läuft gut, aber muss ich dann noch irgendwas einstellen lassen? Nein, auf keinen Fall. Ja, das war's eigentlich für dieses Video. Gleichzeitig ist es nochmal ein Test hier für meine Kamera und so einem Zusatzlicht. Lautsprecher sind die internen, kein extra Mikrofon heute. Ich denke, der Ton ist gut genug. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. Der Dirk war's. Man sieht sich, ne?